Hallo und recht herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und zwar ein Replay vom Objekt 263, gespielt von Loloman 1. Karte ist Live Oaks und er hat hier natürlich als Tier 10 ein sehr schönes Matchmaking. Ist hier Top Tier. Und gerade dieser TD finde ich mal ein bisschen was Besonderes, weil er ein bisschen schnelleren Reload hat als andere. Dafür nicht diesen unglaublich hohen Alpha-Schaden. Der hat in Anführungszeichen nur 550. 290 Durchschlag ist auch deutlich weniger als zum Beispiel der Jagdpanzer EN100 hat. Der hat, ich glaube, 299, aber dafür 430 mit Premium. Aber er ist einfach auch dafür etwas flinker. Also er ist einfach mal ein anderer TD, der vielleicht so sonst ja gar nicht so viel Beachtung geschenkt bekommt. Und das will ich natürlich dementsprechend ändern. Sind wir mal gespannt. Also er wollte jetzt erst hier oben auf dem Hügel sich breit machen, hat aber dann gemerkt, irgendwie scheinbar, hoppala, nee, da will ich jetzt doch nicht hin und fahrt jetzt weiter in die Stadt rein, wo man sich ja doch sonst eher als Heavy gerne positioniert. Das Haus mochte er jetzt auch nicht, deswegen ist er da einfach mal kurz anklopfen gegangen, hat aber keiner aufgemacht, deswegen fährt er jetzt weiter. So, jetzt sondiert er wohl erstmal die Lage, schaut, was kommt so, wo ist mit was zu rechnen. Fahrt jetzt vor. Und vielleicht kriegt er jetzt hier gleich den ersten Schuss raus. Ja. Kettet hier den IS-7. IS-7 prallt seines Zeichens ab. So, jetzt zack, kommt er auf die untere Wanne auch, oder auf die untere Platte. Der war nicht drauf. Schade, schade. Da hätte er sich gerne nochmal direkt remorgiert. Hat aber nicht geklappt. IS-7 schießt brav mit Premium-Munition. Ob das jetzt bei dem Matchmaking notwendig ist als Top-Tier, lasse ich mal dahingestellt. Sein Zugpartner, die andere IS-7, bekommt jetzt hier auch nochmal einen kleinen Gruß serviert. Das sind natürlich schon ganz schöne Bomber. IS-7, IS-7 und EN100. Die tun schon alle sackweh. So. Aber er zeigt hier mal, was er so ab kann. Schon 3 Treffer gelandet. Aktuell bei 1800 Damage. So, da drüben Objekt 268. Da prallt er ab, da hat das Objekt gerade sich noch so bewegt, dass er den Abpraller bekommen hat. Aktuell 3 zu 4 für den Gegner, aber der EN100 gleicht aus und macht es 4 zu 4, aber 4 zu 5 und 4 zu 6 liegen sie plötzlich, 4 zu 7 liegen sie hinten. Unten sieht man ganz schön auf der unteren Kartenseite, dass hier das Haupt Pulk des Gegners ist, also eigentlich müssten die Jungs hier ein bisschen härter und stärker pushen. Nee, da hätte er sich doch die untere Platte mal lieber angeeignet. Da kommt er auch gut drauf eigentlich, nicht da oben. So, jetzt ist der EN100 mit dem E5 beschäftigt, jetzt hilft er dem aber mal. Fahrt deswegen hier rum. Ja, jetzt kommt er sehr gut drauf, kann ihn auch ketten und hat hier jetzt eine ideale Schussbahn. Oh, jetzt dreht er sich natürlich perfekt auf ihn, beziehungsweise auf das Teammate, und er kann hier super auf das Laufrad drauf schießen und macht den weg. Ja, damit steht es 6 zu 7. Spannend wird's, weil eigentlich müssten sie jetzt fast wieder verteidigen. Ob das Gegnerteam durchdrückt, ob das Gegnerteam selber zum Verteidigen fährt. Sieht aber so aus, als ob er zumindest jetzt die Verteidigungsposition einnehmen wird. Sehr sinnig, weil wie gesagt, man sieht da unten nur noch einen Bulldog und einen Jagdpanzer, der verteidigt. Gut, der Jagdpanzer, der ist ehrfurchtsvoll. Da drückt man es vielleicht nicht so hart rum.
So. Er zoomt sehr gerne, wie man hier sieht. Da drüben AMX 1390. Mach ihn schnell weg, mach ihn schnell weg, mach ihn schnell weg. Wo ging denn der hin? Irgendwo. Hätte ich jetzt erwartet, dass er den rausnimmt. 7 zu 8. Der. Ja, jetzt. Ja. Dafür Erwischt. nimmt er den Type raus. Zu 8 steht's und jetzt ist der Vorteil ganz klar bei denen, weil Gegner nur noch einen Zehner und sie haben ganze, Gott, was haben sie denn? 4 an der Zahl, Fertigungsversagen. macht hier auch nochmal schnell den Treffer auf den T32. Ja, der Gegner lässt sich nicht unterbekriegen, 8 zu 9. Er ist aktuell bei 3600 Schaden. Ist nun offen, da muss er aufpassen. Aber hat hier die sichere Mulde für sich. Ja, man sieht schon, er ist ein bisschen nervös. Es wird viel gezoomt, es wird viel geguckt. So, jetzt AMX 1390. Schießt daneben. Jetzt wackelt er ein bisschen. Und nochmal mit Auto-M. Oh, jetzt ist er zu. Und er schießt den Boden. Mit dem Panzer kann man eigentlich sehr gut mit Auto-M arbeiten, aber eben halt doch nicht immer. Also man sollte halt mal ein bisschen ranzoomen, so wie jetzt genau. Und schon klappt es auch mit dem Nachbarn. Würde ich an seiner Stelle den rausnehmen. Ja, jetzt klappt es auch mit Auto-M gut. Muss aber sich leider nochmal eine vom IS-3 einstecken. Da war jetzt der Blindshot auf jeden Fall mal sinnig und richtig. Jetzt fährt er auf den IS-3 drauf. Also ein Hit kann er mindestens noch ab. So, wo ist der IS-3? Da ist er. Oh, sehr schön bietet er die Seite an. Er selber prallt wiederum ab. So, jetzt rammt er ihn auch noch. Und ja, da macht er ihn weg. Mittlerweile steht es 12 zu 9. Also jetzt schaut das Ganze deutlich mehr zu Lasten seines Teams und ihm auch aus. So. Jetzt will er E75 wohl als nächstes dran glauben. Beziehungsweise muss dran glauben. Der entfernt sich gerade mal lieber, kommt aber auf ihn zu. Jetzt wird spannend, weil natürlich mit so einem drehbaren Turm gegen einen statischen, wie er ihn hier hat, aber gut. Ja, da hat der Jagdpanzer ihn erstmal eine 800er Schelle gegeben und weil es ja nicht lang gibt, macht er dann den Schluss. Also so schnell hat man 1000 HP innerhalb von einer Sekunde weg. Ob das so clever vom E75 war, da so hoch zu fahren, lass ihn mal dahingestellt. So, und jetzt nur noch der IS-8 am Leben. Ne, da hat er ein bisschen zu weit noch dahinter gezielt, hätte ein bisschen weiter vorhalten müssen. Oh, Jagdpanzer hat auch verschossen. Aber E100 hat es dafür nochmal gerichtet. Ah, jetzt prallt er hier leider ab. So, jetzt hat er einen Schuss, kriegt er bestimmt noch raus. Und damit ist das Spiel auch schon vorüber. Ja, ich denke, es war mit 6300 Schaden absolut sehenswert und zeigt auch mal einen Panzer, den man so sonst nicht gesehen hat oder seltener sieht. Leider kein Krieger, schade darum. Aber trotzdem eine sehr schöne Runde. Mir hat sie gefallen. Ich hoffe, euch doch auch. Und deswegen beehrt mich bald wieder euer Alcaramba.